Die dritte Liga live bei Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Auftakt zum vierten Spieltag in der dritten Liga. Der KSC zu Hause gegen den FC Carl Zeiss Jena. Der KSC noch ungeschlagen mit derselben Elf wie beim Sieg in Köln bei Jena. Eine Änderung nach der Niederlage gegen Halle. Und sie legten richtig gut los. Die Thüringer schon in der sechsten Minute. Der Ball auf Felix Brügmann. Kommt dazu Fall. Gordon ein bisschen fahrig. Cenkua blockt und dann ist es Manni Starke mit diesem Geschoss aus nächster Nähe. Glanzparade von Benjamin Opoff. Zwei Tage nach seinem 25. Geburtstag. Der KSC sehr fahrig in der Anfangsphase, mal in der 26. Minute gefährlich durch den Kopfball von Stiefler, und Jo Koppens legt seine 1,90 in die Waagschale. Aber insgesamt konnte Alois Schwarz in der ersten Halbzeit nicht zufrieden sein. Es blieb beim 0:0. Es wurde aber besser, auch dank des eingewechselten Anton Fink hier im Zusammenspiel mit Pourier. Und er legt den Ball aus nächster Nähe am Kasten des FC Carl Zeiss Jena vorbei. Den muss er eigentlich machen, macht er aber nicht. Deswegen weiter Remis. Vom FC Carl Zeiss Jena kam nur noch wenig. Wir sind schon in der 63. Spielminute. Da kommt der eingewechselte Dominik Bock an den Ball und der zielt genau an den linken Pfosten. Ein bisschen zu genau. Dominik Bock, er hatte schon getroffen gegen den KSC am letzten Spieltag in der vergangenen Saison, hier mit Pech. Die Schlussphase, 85. Minute, nochmal ein Standard mit Manni Starke. Ball wird länger und da ist Bock plötzlich da. Und dann stand 1:0 für die Gäste. Riesenfreude beim Außenseiter, weil auch der Ball verlängert wurde von David Pissot. Macht die Kugel erst richtig heiß und Bock braucht ihn mit der Sohle nur noch über die Linie zu drücken. Der quasi direkte Gegenangriff mit Muslia. Erstmal die Kopfballabwehr des FCC. Tiede mit dem vollen Risiko. Und dann ist Stiefler da. Der Ausgleich. 1:1. Der Wildpark war wieder aufgewacht. Dank Manuel Stiefler. Hier nochmal volles Risiko von Tiede. Koppens zum ersten. Beim zweiten ist er auch noch da. Und dann stolpert Stiefler das Ding irgendwie über die Linie. Und noch war nicht Schluss. Die Nachspielzeit. Tiede auf Fink. Der auf den eingewechselten Scheu und an den Pfosten. Das hätte es sein können. Aber am Ende blieb es beim leistungsgerechten 1:1. Ja, schon bitter, klar. Wir haben geführt kurz vor Schluss. Kriegen da noch einen rein. Ist ärgerlich, aber ich glaube, mit dem Punkt können wir alle Male leben. Und haben jetzt eine harte englische Woche zu Ende gebracht. Auswärts nicht verloren, ist, denke ich, immer gut. Wir sind noch nicht ganz zufrieden. Wir haben echt in der Vorbereitung richtig guten Fußball gespielt, zeigen das auch im Training oft genug, bekommen es aber manchmal in den Spielen oder bis jetzt in den Spielen zumindest über 90 Minuten irgendwie nicht hin. Der KSC jetzt schon mit dem dritten 1:1 im vierten Spiel, tritt damit in der dritten Liga ein bisschen auf der Stelle. Beim FC Carl Zeiss Jena hat man jetzt 7 Punkte auf dem Konto und damit liegt man bei den Thüringern voll im Soll.